Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cry of Fear. Nachdem wir uns in der letzten Episode endlich aus dieser U-Bahn-Geschichte rausgekämpft haben und wir durch ein, ja, ich würde sagen, Bürokomplex wieder es geschafft haben, auf die Straße zu kommen, sind wir nach wie vor wieder auf der Suche nach Hause. Oh shit, nachladen. Fängt ja schon gut an, die Folge. Ja. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Irgendwie kommt mir das Ganze so ein bisschen bekannt vor. War hier nicht schon mal gewesen? Sind wir nicht irgendwie rein theoretisch irgendwie von hier aus gekommen mal? Das kommt mir gerade alles sehr bekannt vor sogar. Wir sind ja schließlich, genau, wir sind ja schließlich auf der Suche nach diesen, nach zwei Sicherungen. Und, Roland Street. Da ist die verschlossene Tür. Wahrscheinlich kann ich hier den Schlüssel anwenden, den wir zuvor gefunden haben. Ja, ging ja besser als gedacht. Wir sind schon wieder in was Engen und Dunklen. Wie gesagt, wir wollen ja irgendwie diese Sicherung holen. Ich muss mit Sicherheit in dieser einen U-Bahn-Station wahrscheinlich hin. Da die Sicherung wohl rausnehmen. Speichern wir das Ganze mal. Was haltet ihr eigentlich mittlerweile von diesem Let's Play? Findet ihr, dass man sich das angucken kann? Oder sagt ihr so, boah, nee, geht ja gar nicht. Ich möchte lieber andere Arten von Spiele spielen. Schreibt es mal ruhig gerne in die Kommentare. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr davon haltet. Von den Spielen, wie ich bis jetzt spiele. Oder so. Jetzt hier hin. Warum? Blub, 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 blub. Mhm. Jetzt wahrscheinlich runter. Gucken. Oh, Sackgasse. Also, Leiter benutzen. Benutze die Leiter. Und Sackgasse. Yeah, ich bin so intelligent. Puh. Komische Musik, ey. Platsch, platsch, platsch. Oh Gott. Ich hasse weiträumige Gebiete. Das mir so vor, seht ihr es auch? Wahrscheinlich, dass hier liegt wahrscheinlich einer. Ich glaube, da liegt einer und hier vorne liegt einer irgendwo wahrscheinlich. So, was habe ich gesagt? Und trotzdem erschrecke ich mich, obwohl ich damit gerechnet habe. Ja, immerhin kann ich sie jetzt zum Glück irgendwie entdecken, weil ich merke zumindest, wo die liegen könnten. Dann wohl der eine oder andere Schuss daneben. Ja.
Hä? Komisch, mal halten die 5 Schuss aus, mal halten die 4 Schuss aus. Hier liegt auch noch einer. Ah, ich muss warten, bis sie ganz oben sind, sonst trifft der erste Schuss nicht. Aha. Da liegt auch noch einer. Noch nicht warten, bis der ganz oben ist. Ich war da direkt drauf los. Dass man da noch nicht diesen, den Hit landen kann, wenn man da erst drauf schießt. Bevor der überhaupt richtig steht, aber gut. Zwingt man quasi den Spieler dazu, noch zusätzlich zu warten, bis der Gegner halt oben ist. Komisch, gerade eben lief noch Musik, jetzt ist wieder alles so still. Ein ziemlich heller Flur. Okay. Schönes Gepuste. Tschüss. Kiert. The window is open. Aha. Sehe, wohin das führt. Irgendwie kommt mir das Ganze ein bisschen bekannt vor. Kann das sein, dass wir hier eigentlich in dem Gebäude schon mal waren? Dass das vielleicht das Gebäude ist, wo wir ziemlich zu Anfang drin waren. Mit diesem Typen, der da irgendwie diese Kinder halt, naja, ermordet hat. Geschändet hat. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Oh! So schlecht wieder mit dem Zielen, ey. Ja, wenigstens gibt es Magazin. Gut, die Blätter kann ich nehmen. Ich wirklich da rein? Muss ich da überhaupt rein? Ja, ich muss da rein. Okay, dann wollen wir da rein. Das Wasser sogar noch ein bisschen gestiegen. Ich weiß nämlich, dass die Kugel anfangs nämlich nicht so tief unter Wasser war. Aber gut. Was will ich denn überhaupt hier? Ja, der Aufzug muss irgendwo stecken. Naja, gehen wir mal Etage zu Etage. Mal einfach durch. Ist verrammelt. Die Tür war. Stimmt, hier war ja so ein komisches Dingsmädel da. Dieses Mädel mit so diesen Spitzen und sowas an den Händen und Füßen. Ja, das ist dieses komische Pedo-Haus. Hallo? Muss
ich jetzt tauchen? Wenn nicht. Ja, geil. Dass das Handy als Taschenlampe benutzen kann, ey, dann wäre ich aber böse. Naja, irgendwie. Okay, das heißt. Wo geht's denn raus? Da geht's raus. Aua, 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 aua. Ja, sehe ich auch so. Geht's auch nicht drüber? Doch. Muss ich geduckt drüber gehen. So, so. Sicher irgendwo eine Wasserpumpe oder sowas aktivieren. Eine Leiter? Ah, das ist hier dieser Keller, wo dem Typen oder in diesem Video abgesägt worden ist. Oh Mann, ey. Dass man jetzt hier an solcher Orten wieder zurückkommt. Deswegen nochmal, was suchen wir nochmal? Irgendwelche. Wie heißt's? Sicherungen suchen wir jetzt eigentlich. Also Schraubsicherungen oder wie sich das jetzt hier nennt. Plansch, plansch, plansch. Ist alles voll mit Wasser. Okay. Kommen wir schon mal nicht da raus. Ich muss jetzt irgendwo einen Ort finden oder irgendwo einen Punkt finden, wo ich vielleicht irgendwie das Wasser ablassen kann. Ach ja. Nur die Frage ist, wo? Wird schon mal nicht. Kann ich die Leiter aufheben? Jo, die Leiter kann ich schon mal aufheben. Dann komme ich wahrscheinlich wieder aus diesem Ganzen hier raus. Aber was hat das denn alles bitte schon jetzt mit, dem Wasser hier zu suchen, oder? Was ist das mit der Leiter? Tja, einfach alles. Dass ich hier einfach nur runter musste wegen dieser blöden Leiter. Ja, werden wir sehen. Vor allem diese Blutstreifen. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass das Ganze nicht das ist, was es zu sein scheint. Dass wahrscheinlich irgendwas ist, ja, was wir nicht wissen. So, da kommen wir nicht raus. Wahrscheinlich muss ich die Leiter. Ich sehe doch jetzt gleich wieder irgendwas. Ich kenne doch mein Glück. Ich kenne doch das Spiel. Okay. Also ich denke mal, wir sind. I need a ladder to climb out. So. Das ist ein Lasting. Also wir können wieder hier raus. Das ist schon mal gut. So. Machen wir uns mal auf den Weg. Nach oben. Da steht einer. Ich sehe dich. Was hat er denn gemacht? Nee. Die Tür ist ja offen. Nee, oder?
Sag mir jetzt nicht, ich muss da jetzt in diesen Raum rein. Oh, hier ist jetzt die Bude von diesem. Ist ja auch jetzt Torpedotyp. Boah, ich bin gerade wieder total angespannt gerade, ey. Dieser Klopf-Joke ist langsam nicht mehr lustig. Merk's schon. Hallo? Gib mir einen Keks hier. Ja Gott, ey. Aura! Moment. Warum liegt hier jetzt alles an der Wand? Fällt mir gerade gar nicht, weil hier verändert sich wieder alles so Schritt für Schritt. So als, ja, wie Silent Hill halt wieder, dass sich da wieder alles so verändert. Dass er sich wieder, scheinbar wäre ich wieder komplett verrückt, ja, und dann passiert wieder gleich irgendwann wieder was total Extremes. Hände hoch. Bin bewaffnet. Irgendwie. Dass ich einen scheiß Aiming habe, braucht aber keiner wissen. Ja, ich benutze die Waffe. Ja. Wenn ihr lieb zu mir seid, dann bin ich auch lieb zu euch. Nachladen. Ich meine aber gerade, dass zwei Betten gesehen zu haben, ja. Darf ich so bewegen? Bin schlecht im Zielen. Die Tür rührt sich nicht. Die Tür rührt sich auch nicht. Die Tür rührt sich auch nicht. Dann müssen wir zum Balkon. Auf die andere Bude. Darüber. Hier so. Nicht rüberkomme. Hallo? Tot. Die Tür rührt sich nicht. Ja, der Witz ist langsam alt. Meine Fresse, ey. Speichern. Nierung. So, weiter geht's. Heckt mich doch an die Füße, ey. This door is locked somehow. Oh lol. Sind wir hier? Ich will da nicht rein. Ach du Scheiße, was ist denn... Ach du Scheiße.
ist denn hier passiert, ey? Hat die... So, kurz mal Medizin nehmen. Das ist doch nicht normal, ey. Leute. Was tut ihr denn hier? Einmal an. Kann ja was werden, ey. Ich habe jetzt schon diese Befürchtung, jetzt wo sich das Level so komisch verändert hat die ganze Zeit. Ja, dir fällt ja auch nichts Besseres ein als... Ach du Scheiße. Oh nein. Eine Traumwelt, oder es wirkt zumindest gerade hier eine Traumwelt. Despite the fact that it causes him tremendous anxiety, he insists on returning. He insists it's for therapeutic reasons, but I remain skeptical. He doesn't respond well to questions about his personal life, and became extremely angry when I mentioned events prior to what he insists on describing as a black day. His school and home life were no-go topics when discussing these feelings and anxieties. He told me the other day that he'd been seeing hallucinations, but couldn't give a clear description of what he'd been seeing. Naturally, I didn't take him seriously. I saw no evidence to suggest this was the case, but upped his prescription anyway. He claims the extra medication helps. Okay, das scheint wohl irgendein Doktor irgendwas gesprochen zu haben. Redet der gerade, hat der da über uns gesprochen? Bilden wir uns das Ganze hier, diese gesamte Welt, das gesamte Spiel in Anführungszeichen, bilden wir uns das nur ein? Ist das im Grunde genommen eine Art Koma-Traum oder sowas? Wo nee. Koma kann das ja nicht sein. Er hat ja erzählt, gesagt gehabt, dass die Person ja halt auf Fragen, wenn dann halt nur unklar antwortet. Lauf so schnell du kannst. Lad einfach mal nach. Zwischendurch. Ja. Sind wir wieder hier? Okay, das krank. Aber wir haben eine Sicherung gefunden.
Ja gut. Was auch immer das jetzt gerade war. 21. An dieser Stelle beenden wir jetzt diese Folge. Ich weiß gerade immer noch nicht genau, was da jetzt gerade passiert ist. Ich meine, wir hatten gerade einen riesigen Kopf, der da irgendwie wild um sich gebissen hat. Irgendwie eine Sprache oder halt irgendwie was, was wohl ein Doktor wohl gesagt haben muss über uns selbst oder wahrscheinlich über uns selbst. Und ja, irgendwie beschleicht mich nämlich jetzt gerade das Gefühl, dass das Gesamte, was wir hier in diesem Spiel erleben, irgendwie nur in Anführungszeichen ein Albtraum ist oder halt irgendwas ist, ja, was wohl ja den Charakter und den Simon wohl irgendwie belastet oder was er sich wohl großartig vorstellt oder irgendwas, ich hab gerade keine Ahnung, wie so oft. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode von Cry of Fear. Bis dahin, ciao.